Viele Anleger sehen schwankende Börsen eher als Risiko und scheuen deshalb Aktieninvestments. Das ist ein großer Fehler, sagt Andreas Glogger, ist Vermögensverwalter und Geschäftsführer von Glogger und Partner hier auf dem Vermögenstag in München. Hand aufs Herz, macht Sie nicht auch trotzdem manchmal zu schaffen? Selbst wenn Sie sagen, schwankende Börsen sind eigentlich sogar ganz gut, wenn der DAX 1000 Punkte und mehr in kurzer Zeit abstürzt. Naja, in der Tat, Schwankungen und vor allem, wenn sie nach unten gehen, sind für jeden Investor eine Probe der Nerven und vor allem, ob man die richtige Strategie hat. Aber genau da ist es notwendig, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sehen, ob die Schwankungsbreite einfach in einem normalen Umfeld sich befindet. Und die muss man als Investor einfach aushalten. Oder ob die Schwankung einfach mal zu hoch wird, dann muss man natürlich auch handeln. Also halten wir gleich mal fest, Sie sagen eindeutig, eine hohe Volatilität ist eher als Chance zu begreifen. Aber warum ist das so? Denn Volatilität heißt ja auch, es ist Angst im Markt. Naja, der Gewinn liegt im Einkauf und die Börsen sind leider zu sehr von der Psychologie letztendlich geprägt, von den Medien. Und dadurch kommen solche Effekte immer wieder an den Märkten vor, dass die Märkte in einer Abwärtsspirale sich sogar befinden, obwohl die Realwirtschaft eigentlich oben bleibt. Also die Unternehmen verdienen nach wie vor Geld und es geht nach unten mit den Aktienkursen. Das sind genau Zeiten, in denen wir als Vermögensverwalter uns natürlich freuen, wenn wir auch freie Liquidität haben, wo wir investieren, wo wir billig einkaufen können. Und es zeigt die Vergangenheit, dass sich die Unternehmen nach derartigen Crash oder starken Schwankungsbreiten auch wieder in die richtige Richtung bewegen, nämlich nach oben. Welche Aktien, welche Unternehmen an sich überstehen denn solche Phasen hoher Volatilität am besten? Was sagt Ihre Erfahrung? Ja, hier haben wir sehr wohl Erfahrung, dass Aktien, die strategisch auf der Welt notwendig sind, die also Güter und Waren produzieren oder Know-how haben, dass man in jeder Marktphase braucht, ob wir Krisenstimmung haben oder nicht. Das sind die Beständigen. Unternehmen aus der dritten und vierten Reihe, die vielleicht irgendeine Idee gerade mal erfunden haben und vielleicht ein neues Produkt entwickelt haben, das aber vielleicht nach der Krise keiner brauchen würde, das sind die, die man meiden sollte, weil hier liegt das Verlustpotenzial wirklich bis zum Totalverlust und das will keiner haben. Hohe Volatilitäten haben wir in den vergangenen Jahren auch beim Goldpreis gesehen. In diesem Jahr nun geht er wieder nach oben und wir sehen gerade dieser Tage Anfang Mai die höchsten Stände in Dollar gerechnet beim Goldpreis seit Jahresanfang. Was sind die Gründe dafür, dass Gold offensichtlich als sicherer Hafen wieder eher gefragt ist? Ja gut, die Unsicherheit an den Finanzmärkten nimmt wieder zu. Die Notenbanken öffnen ihre Schleusen immer weiter. Die Negativzinsen werden noch negativer und das sind natürlich alles Treiber, die für den Goldpreis sprechen. Auch wir haben Gold ja sehr lange auf der Seitenlinie gehabt und haben letzte Woche begonnen, in der Tat erste Positionen, also nicht den großen Wurf an sich, sondern erste Positionen wieder zu investieren. Aber auch da muss man aufpassen, was man kauft, welche Anlagen in Gold. Es ist ja fast ein philosophisches Thema. Können wir auch stundenlang über Gold sprechen? Deshalb vielleicht nur in eine Frage zum Schluss noch gepresst. Welche Funktion messen Sie Gold im Depot bei? Es ist eine Diversifizierung, also eine Streuung im Anlagenbereich, um für die Unwägbarkeiten, die in der Zukunft kommen, einfach gewappnet zu sein. Und es kann durchaus jetzt bei zunehmenden Unsicherheiten auch ein Renditebestandteil werden, der wichtig ist, nachdem es im Zins keinen mehr gibt. Herr Glogger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen noch gute Gespräche wiederum auf dem Vermögenstag in München. Das war Andreas Glogger, Geschäftsführer von Glogger & Rock. Dankeschön. Ja.